Ja, moin Freunde, DirectX ist am Start mit einer neuen Folge X-Plane 11 und einem neuen Erstflugvideo. Und wie ihr sehen könnt und wie ihr dem Thumbnail wahrscheinlich schon entnommen habt, handelt es sich um die Boeing Chinook CH-47D. Ist ein Tandem-Rotor-Hubschrauber. Ja, so ein bisschen zu den Einzelheiten. Ist ein Schwerlasttransport-Helikopter. Besonderheit ist, der hat zwei quasi Hauptrotoren, kann man so sagen. Die Besonderheit an diesem Flugmodell ist, der ist besonders für Transporte etc. geeignet, da der 100% seiner Kraft in die Hubbewegung umsetzt. Anders wie bei diesen Heckrotor-gesteuerten Helikoptern, die gegen den Drehmoment arbeiten müssen mit ihrem Heckrotor, gehen immer 15-20% verloren an reine Hubkraft, und ja, das fällt bei diesem Helikoptertyp weg, und deswegen ist er halt auch so beliebt. Also der ist auch frei konfigurierbar, in der Realität jetzt, nicht in diesem Modell. Die Sitze können schnell ausgetauscht werden, es können Fahrzeuge hineingelangen. Besonders hervorzuheben ist, dass er eine hohe, einen Ladefreiraum hat, weil die meisten Heckrotoren sind so in der Höhe von 2,50 Meter, 3 Meter angebracht, und ja, besonders hohe Fahrzeuge kriegen dann schon eher ihr Problem, den Weg in den Innenraum zu finden. Fällt bei diesem Modell dann quasi auch weg, weil der Rotor ist so um die, ich glaube, 5 Meter hoch angebracht, und die Rampe hat auch eine gewisse Höhe, also geht da ordentlich was rein. Des Weiteren sehr schnelle Zuladung, sehr schneller Umbau etc. Und dazu zu den Einzelheiten der fliegenden Banane, so wird dieser Helikopter oft genannt, hat ein bisschen was mit der Form zu tun. Und ja, kommen wir zu diesem Modell. Ist ein Freeware-Modell, ich packe euch auf jeden Fall den Link in die Beschreibung. Was als erstes auffällt, ja, diese Rotoren sind jetzt nicht besonders fein animiert bzw. detailliert, also sieht ein bisschen komisch aus. Wird wahrscheinlich der Grund sein, weil das, glaube ich, eigentlich ein X-Plane 9 Modell war, nur portiert wurde in X-Plane 11. Und ich hoffe, diejenigen, die sich damit beschäftigen, dass sie hier an der Optik noch ein bisschen was ändern. Nichtsdestotrotz fand ich dieses Modell interessant. Also optisch spricht es mich jetzt mal so gar nicht an. Da sind wir natürlich Besseres gewohnt. Interessant sind für mich eher die Flugeigenschaften oder ob die, ja, ähnlich wie die Optik hier noch so ein bisschen dürftig sind. Das werden wir zusammen rausfinden. Ist auf jeden Fall mal ein nettes Experiment, aber man sieht, am Helikopter selbst ist jetzt nicht viel Detailsinn. Ich meine, die Verglasung hier, das ist schon, so wie bei dem echten halt, dass man hier einen besseren Überblick nach unten etc. hat, wenn man vom Inneren rausschaut, das ist auch angedeutet. Ansonsten, die Rampe gibt es quasi nicht. Die Triebwerke gibt es quasi auch nicht. Das sind quasi leere Hüllen. Aber ich will jetzt auch gar nicht meckern und dieses Modell schlecht reden. Ich denke mal, da wird noch einiges passieren. Und falls ihr einen ähnlichen Chinook kennt, der besser animiert ist oder besser aussieht, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wird mich mal brennend interessieren. Ich habe mich mit dem Thema noch gar nicht befasst, aber ich mag die Maschine total. Man kennt auch diverse Spiele, Battlefield etc., wo es den Helikopter gibt, auch bei Arma. Arma 1, glaube ich, und Arma 2, bin mir jetzt nicht ganz sicher, hat immer Spaß gemacht, damit rumzufliegen und Leute zu transportieren. Also ich mag den Heli generell, auch die ein oder andere Flugschau habe ich schon gesehen, wo der halt anwesend war, und man kennt die Kunststücke, rückwärts fliegen und quasi Halblooping etc., sehr manövrierfähig das Ganze.
Aber wir werden uns heute mal damit befassen und ich will mir die Maschine auf jeden Fall jetzt mal anschauen, wie die sich fliegen lässt und ob das ganz cool ist. Wir können noch mal in die Innenansicht gehen. Die ist weniger spektakulär. Ich meine, hier sieht es ein bisschen seltsam aus. Er macht hier High Five quasi. Ja, da ist irgendwie ein Arm durchs Polster. Der wurde einfach mal so abgesetzt. Ist jetzt nicht ganz prickelnd. Instrumente etc. Sie sehen schon ganz gut aus, sind aber auch verbesserungswürdig. Dieser Pixelbrei ist irgendwie uncool. Aber ja, man weiß auch, also ich weiß zum Beispiel nicht, was dahinter steckt genau. Ob das jetzt einfach ja, so ein Versuch ist, mal eine Chinook in X-Plane 11 zu integrieren oder ob das ein ambitionierteres Projekt werden wird. Ich habe keinen Plan, ich bleibe auf jeden Fall mal dran. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal testen, wie das ganze Ding sich fliegen lässt. Wir befinden uns gerade in Essen-Mülheim. Ich will auch nur eine kurze Strecke fliegen, deswegen habe ich Essen-Mülheim gewählt und wir werden ja, zum Düsseldorfer Flughafen fliegen, rein nach Sicht in niedriger Höhe und einfach mal ausprobieren, wie das Ganze sich fliegen lässt. Dann würde ich sagen, heben wir mal ab. Ich versuche jetzt mal relativ gut hochzukommen. Okay, hier läuft schon irgendwie ein bisschen was schief. Für mich ein bisschen unerklärlich, warum der jetzt hier in Rotation gerät. Ja, okay. Das werden wir mal neu starten. Das sieht nämlich scheiße aus. Da stimmt auch irgendwas nicht. Weil, ja, wie gesagt, wir haben ja gar keinen Gegendrehmoment quasi. So, jetzt funktioniert es komischerweise. Also irgendwie gibt es da auch noch ein paar Fehlerquellen in diesem Modell. Hinsichtlich der Steuerung, genauso wie jetzt. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Der scheint noch nicht so ausgereift zu sein. Des Weiteren ist der Rotorsound jetzt auch nicht so prickelnd. So, ich bleibe jetzt meine Außenperspektive. Ja, die Cockpit-Ansicht finde ich ein bisschen sehr dürftig. Deswegen werden wir die jetzt mal weglassen. Ich weiß, auch wenn es immer mega beliebt ist. Obwohl, wir können einfach mal rein switchen. Ich versuche den halt ruhig zu halten. Ja, die stört mich irgendwie, die Cockpit-Perspektive hier. So, und wenn mich nicht alles täuscht, ja, fliegt er jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Also kann man jetzt nicht unbedingt meckern, aber ja, das ist, mir fehlt halt ein bisschen die Trägheit, die so eine schwere Maschine eigentlich mit sich bringt. Und die Steuerbefehle, die sind einfach zu direkt, also man braucht halt nur den Joystick antippen. Und ja, die Maschine macht sofort das, was ja, was man eigentlich so nicht erwartet. Also das, man muss sehr feinfühlig steuern, ist so ein bisschen seltsam. Also ein bisschen bin ich enttäuscht. Wie gesagt, ich habe die Maschine auch nicht, auch noch nicht geflogen. Ja, sind halt die Erstflugvideos. War jetzt mal ein Sprung ins kalte Wasser. Also optisch hat er mir jetzt nicht so zugesagt, aber ich habe mir gedacht, ja, fliegerisch vielleicht. Aber ich muss dazu sagen, fliegt sich recht seltsam, also überzeugt mich nicht wirklich. Und ja. Und sieht auch, ja, recht dürftig aus, kann ich nicht anders sagen. Also das ist wahrscheinlich, wenn es ein ambitionierteres Projekt ist, ist das wahrscheinlich mehr so in der Anfangsphase. Weil, ja, da gibt es vielleicht das ein oder andere Problem in Sachen Steuerung etc. Ich habe keine Ahnung. Macht sich zumindest bemerkbar. Und, ja, so ansonsten, ja, kann ich nur sagen, fliegt sich okay. Haut mich aber jetzt auch nicht vom Hocker. Und, ja, ich hoffe, da kommt noch mehr oder,
Ja, das wird halt weiterentwickelt. Ich meine, ist ein kostenloses Modell, aber Spaß wird er wahrscheinlich nicht bringen. Also mir macht es im Moment keinen Spaß anhand der Steuerung. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich meine, es ist schwierig halt solche Modelle generell ja, vernünftig in X-Plane 11 oder beziehungsweise überhaupt hier zu realisieren, ist ja nicht mal eben. Und ja, ich sehe da auf jeden Fall Potenzial. Inwieweit genutzt wird, kann ich euch natürlich nicht sagen. Ein anderes Ding ist, was mir aufgefallen ist, ich habe manchmal so das Gefühl, ist jetzt ein Thema am Rande, das wird hier aber bei dem Video wahrscheinlich wieder passieren. Diese Erstflugvideos sind halt natürlich da, um euch den einen oder anderen Flieger vorzustellen. Ich bin auch nicht irgendwie mit den Payware-Modellen, mit den Entwicklern irgendwie verbunden und sind auch keine Werbevideos etc. Also das ist so die Payware-Variante und ich habe so das Gefühl, manche bewerten nicht dieses Video an sich, dass ich das halt vorstelle und vielleicht meinen Eindruck so schilder, sondern die Maschinen. Also das ist mir bei vielen meiner Erstflugvideos, gerade bei den Payware-Modellen, aufgefallen und aber macht keinen Sinn. Ich habe überhaupt gar keinen Einfluss auf die Maschinen. Ich kann euch die nur vorstellen und ja, so einen objektiven Ersteindruck schildern, wie ich das Ganze sehe. Sind auch keine Werbevideos, wie gesagt, das sind einfach nur Vorstellungsvideo. Ist quasi wie wenn einer Testfahrt mit irgendeinem Bugatti oder was macht. Der hat ja auch nichts mit Bugatti zu tun. Also da vielleicht mal drauf achten, weil macht ja wenig Sinn, eine Maschine zu bewerten mit einem Daumen rauf oder runter oder an sich, weil das hat ja quasi mit dem Video nichts zu tun, also mit ja, mit dem, was ich erstellt habe quasi. Und ja, das wird hier wahrscheinlich auch vielleicht der Fall sein. Ich meine, die Maschine ist jetzt nicht überragend, also einfach mal darauf achten, dass mein Video quasi eigentlich überhaupt nichts mit diesen Maschinen zu tun hat, außer dass ich euch die vorstelle, ein bisschen anteste und schaue, ja, könnten die Spaß machen oder nicht. Und ja, vielleicht kommt der ein oder andere bei der einen oder anderen Maschine halt auf den Geschmack oder denkt sich, hey, die will ich auch mal ausprobieren. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund. Ob das jetzt Payware-Maschinen sind oder kostenlose Maschinen wie in diesem Fall. Es gibt ja auch sehr viele sehr gute kostenlose Maschinen, die ich ja selbst vielleicht unterschätzt habe und dann hinterher gedacht habe, wow, die ist echt cool. Also die macht Laune, war zum Beispiel bei diesen Tupolev TU-154, genau. Sind ja kostenlose Varianten, könnt ihr auch mal in die Playlist gucken. Waren zum Beispiel super Maschinen, also die 134 und die 154 waren es, glaube ich. Da einfach mal reinschauen. So, ich versuche jetzt mal die Chinook hier ordentlich zu landen. Okay, ich habe abgesetzt. Funktioniert hat. Ich will mal was ausprobieren. Kann ich die jetzt rückwärts auf den Heckrädern fliegen lassen? Das ist ja so dieses, was gerne in den Flugshows gezeigt wird, dass sie halt sich so an Berggipfeln oder so hinstellen kann oder rückwärts fliegen kann etc. Funktioniert hier nicht. Schade eigentlich. Ja, ich würde sagen, sind wir auch durch mit dem Video. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also häufig ist das ja so, dass ich ja einigermaßen begeistert bin von den Maschinen. Ist in diesem Fall jetzt nicht so. Und ich hoffe, da wird sich einiges noch tun. Mir fällt gerade ein, möchte ich euch noch zeigen. Es gibt natürlich noch eine andere Livery, die sieht aber auch beschissen aus. Und also hier British Airways finde ich jetzt nicht cool. Sieht so ein bisschen mager aus, wenn ich ehrlich bin. Und ja, hätte ich mir gern auch ein bisschen mehr erwartet. Aber wie gesagt, die Rotoren sind halt auch nur angedeutet. Hier sind normalerweise Platten und dann kommen die Verstellhebelchen, die Kipphebel und so. Und das ist hier alles nicht vorhanden. Ja, schade eigentlich. Vom Fliegerischen her, ja, ist es ja,
vielleicht im Mittelfeld, also nicht überragend etc., aber habt ihr jetzt selber gesehen. Und bevor ich es vergesse, einen Vorteil hat es, habe ich bei der Maschine aber nicht hinbekommen, sonst hätte ich es gezeigt. Man kann Ladungen mit dieser transportieren, ist auch möglich, also Slingload Options gibt's. Allerdings habe ich das nicht zum Laufen bekommen, also ich weiß nicht, wo der Fehler ist, was ich falsch gemacht habe. Hätte ich euch gerne gezeigt. Ich will die Maschine jetzt auch nicht völlig schlecht reden. Wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben. Wäre sonst unfair halt auch demjenigen, der daran arbeitet, dieses Detail zu verschweigen. Ja, meins ist es jetzt im derzeitigen Zustand nicht. Aber ihr könnt euch die Maschine gerne mal anschauen und selber ausprobieren. Und wer den Chinook mag, findet vielleicht auch ein wenig Geschmack an dieser Maschine. Ich packe euch auf jeden Fall den Link in die Beschreibung. Ein weiteres Feature, was heißt weiteres Feature? Ich kann euch auch nochmal den Link zu Boeing mit in die Beschreibung packen. Ist echt ein bisschen interessant, über die Maschine was zu lesen. Obwohl ich jetzt hier nicht so für die Rüstungsindustrie Propaganda machen will. Ja, ihr wisst schon, ist halt Shit. Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall die technischen Details und so dort mal durchlesen. Also ich fand es recht interessant. Die ein oder andere Info kannte ich noch nicht. Den Großteil kenne ich von der Maschine. Also packe ich euch den Link auch nochmal in die Beschreibung. Und ja, damit würde ich sagen, bin ich auch am Ende dieses Videos. War jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber muss es auch mal geben. Ich kann ja nicht immer nur die Top-Maschinen zeigen, weil ich ja im Vorfeld nie weiß, sind die gut oder nicht. Und das ist ja mal so eine erste Einschätzung, welche Maschine ich mit reinnehme. Und bei der habe ich einfach gedacht, ja, tue ich mir mal an und probiere das mit euch zusammen. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, also jetzt, ich rede nicht von der Maschine, ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, gegebenenfalls einen Daumen runter, falls euch nicht gefallen hat, habe ich auch kein Problem mit. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht in Chinook besserer Qualität irgendwo schon mal gesehen habt oder kennt. Für X-Plane 11 würde mich auf jeden Fall reizen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch mein Kanal gefällt, würde ich mich natürlich über ein kostenloses Abo eurerseits freuen. Und ja, ich bin jetzt raus und eventuell sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!